Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Ein weiteres Crossover-Format steht an. Wheelspin trifft auf Cops vs. Racer Most Wanted. Ja, ihr habt richtig gehört, Most Wanted. Das haben wir auch schon mal in Horizon 3 gemacht als Crossover-Format. Und das kam so gut an, dass ihr ja immer danach verlangt habt. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir kombinieren diese beiden Formate. Und mit dabei heute haben wir Andy, Acid Burn, Pluto Kaskade, Fly High, Stui, Super Noob, Justin, Kobayashi, Yee! Maxi, Flowing und Snacks. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Servus. Da war ja mal Übersteuern richtig am Start. Alle schreien los. Ja, sehr schön. So muss es sein. Ja, Regeln ganz kurz erklärt. Natürlich klar, beide Formate kombiniert. Das heißt, in der ersten Hälfte machen wir Wheelspin und in der zweiten Hälfte spielen wir eine oder vielleicht auch zwei Most Wanted Runden. Kommt drauf an, wie gut sich dann die Cops bzw. der eine Racer anstellt. Wir wissen noch nicht zu jetzigem Zeitpunkt, wer Racer wird. Wir werden es aber darauf einschränken, dass all diejenigen, die aufnehmen, potenziell Racer werden können. Die nicht aufnehmen, haben wir im Vorfeld jetzt ein bisschen schon aussortiert, können nicht Racer werden. Ganz einfach Service für dich, dass du als Zuschauer auf jeden Fall eine Racer-Sicht hast, neben den wahrscheinlich mehreren Cop-Sichten. Ja, bei den Wheelspins, es gelten mehr oder weniger die normalen Wheelspin-Regeln. Eine große Ausnahme ist natürlich die Anzahl der Spins. Die haben wir natürlich ein bisschen erhöht für Most Wanted. 5 Stück darf man drehen. Oder man zieht natürlich dann den Joker-Spin. Der würde dann aber nur 3 Spins beinhalten, also die ganz normale Anzahl. Und ich würde sagen, ja, legen wir los. Schauen wir mal, was ich da so drehe. Ich ahne wieder eine grüne, bunte Welle. Ja, ich hätte das Maul halten sollen. So bunt kann es ja nicht sein, wenn es grün ist. Aber es gibt viele Grüntöne, ja? Ich weiß jetzt schon, dass ich den Joker ziehen will. Ich habe den ersten Spin gerade gemacht. Ja, hast du Isetta gezogen. Nee, noch weniger. Oh! Aber das wäre ja mal ein geiles Cop-Auto, vielleicht. Ich muss auch Joker. Auf jeden Fall ein Auto, was es noch in Horizon 5 gibt. Nur das freut mich, weil das war mal eine meiner Sorgen, dass der rausfliegt und ist er nicht. Sehr gut. So, sehr spezifisch. Das ist jetzt ein Joke. Nee. Das kann auch sehr lustig werden. Das kann wirklich lustig werden. Ich hab Glück. Ja, machen wir mal zum Fuhrpark hinzu. Sehr viel Glück. Ja, ich brauche jetzt einfach nur gutes Tuning-Budget. Ja, ja, ja. Boah, ich habe nicht nur freie Plätze. Was, das günstige oder das teure Auto muss benutzt werden? Das teure. Das günstigere für den halben Wert. Oh mein Gott. Okay. Oh, bitte sei. Oh nein. Bitte sei nicht. Das Fahrzeug im Übrigen. Oh, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das Fahrzeug ist, glaube ich, rausgeflogen. So, ich gamble. Ach du Schande. So, ich trage mal dritten Spin. Das ist auf jeden Fall weniger wert. Da brauchen wir nicht. Ich sehe doch nochmal 3 Stück. Schauen, ob es besser wird. So, jetzt. Der letzte Spin muss bitte kein Auto sein, was viel wert ist, aber nichts taugt. Sein, das ist ein richtig geiles Auto, dann sage ich auch nichts. Ich hätte gern was viel wert ist, egal was es ist. Okay, nee, ist okay. Es ist zwar viel grün, und aber es ist okay. Ich kann damit arbeiten, kann ich. Ich muss mir jetzt ein Auto anschauen, was das Basis-LI hat. Grüne Kleidung war ich in 3 Autos gezogen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich fahren darf. Das ist eine goldene Kleidung. Okay, da ich mich weigere, für 175.000 ungefähr den Morgan 3-Wheeler aufzubauen, werde ich einen Joker ziehen. Was? Das finde ich aber, also da finde ich, muss man mal einen Präzedenzfall einberufen. Wenn man den Freewheeler zieht, dann muss man den auch, nein, Spaß. Dann kannst du gerne fahren, ich trete dir ab. Dann musst du aber auch das fahren, was ich gezogen habe. Und das wird dir ja mal überhaupt nicht gefallen, glaube ich. Das wäre okay. Nee, Spaß. Ich ziehe aber auch mal 3 Spins, also ich nehme das, was ich habe, diese 5 Spins. Ich will einfach nochmal gucken, was wäre, ne, was wäre, wenn. Also ich gamble auch. Wollte ich noch kurz einwerfen. Dann ziehe ich auch nochmal 3 Spins. Ja, einfach mal zu gucken, was wäre die Alternativversion gewesen. Okay. Aber eine Frage, was ist eine goldene Kleidung? Auch 10.000, oder? Alter, besser, dass ich nicht. Golden ist 100.000 wert. Golden ist 100.000 wert. Ich behalte das erste und ziehe da und gamble also nicht und ziehe 190.000 Spin. Geil. Ich hätte bei morgen bleiben sollen. Oder wie ich nicht getan habe. Ich hätte Porsche fahren dürfen. Also ich nehme das teure Auto. Ich hätte Porsche fahren dürfen, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist, aber ist okay. Es ist okay. Oh Mann. Ja, wunderbar. Dann bewege ich für mich schon mal Richtung Festival. Ist noch jemand am Ziehen oder haben alle durchgezogen? Ich bin jetzt gerade fertig. Irgendwie falsch, haben alle durchgezogen. Hey. Nur der Racer. Und der wird auch gleich verhaftet vielleicht.
Okay. Okay. Dann move ich mal die Jungs, die da extra wollen. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Maxi wollte irgendwie in eine private Lobby gehen. Justin wollte in eine private Lobby gehen. Und dann war es noch... Der Flyhai. Der Flyhai, dann viel Spaß bei euch. Ihr könnt gleich loslegen. Euch auch, jo. Und Andi, dir auch viel Spaß. Yay. Hey. Und der Rest wollte ja hier bleiben, ne? Genau. Alles klar. Dann euch auch viel Spaß. 15 Minuten Zeit. Ja. Gut, was ihr tun müsst. Oh Mann. Sehr schön. Dann laufen auch für mich die 15 Minütchen. Ja, also C63 AMG Black Series finde ich ein geiles Fahrzeug. Natürlich klar, ob das jetzt in dem Format das geilste ist, Motor vorne. Also ich hoffe sogar tatsächlich, dass ich nicht Racer bin, weil mit dem Auto werde ich nicht lange überleben. Weil wir haben uns jetzt auf maximal LI 950 festgelegt. Ich glaube, ich komme da auch hin. Das wird aber ziemlich Aua machen. Oh, ich sehe gerade, der hat ein Bodykit. Der hat ein Liberty War Kit, das wusste ich nicht mal. Will ich das haben? Das ist die andere Frage. Bringt das auch was? Das ist die andere Frage. Also ich meine, ich weiß, dass es natürlich die Black Series Teile gibt. Die sind auch einstellbar. Ich glaube, das bringt halt fast mehr, oder? Der ist nicht einstellbar, der ist einstellbar. Aber das ist jetzt nämlich die große Frage, ne? Also Geld habe ich genug zum Tunen. Wir haben die 200.000 plus dann nochmal 20.000 plus 25.000 durchs Auto plus die 10.000. Also wir haben halt auf jeden Fall 255.000. So, aber ich will jetzt gerade ganz kurz gucken. Ist diese Lippe vorne einstellbar? Das ist das Entscheidende. Klar, das Auto wird breiter und so weiter. Deswegen, ist prinzipiell schon mal nicht schlecht von der Achsgeometrie. Also wir ziehen jetzt mal, falls wir das nehmen, das kostet 15.000, das müssen wir uns schon mal merken. Ne, 17.000 kostet sogar der Spaß. Okay. Machen wir jetzt mal ganz kurz, können wir uns ja merken, aber ich glaube eh nicht, dass wir beim Vollaufbau auch nur ansatzweise an die 200.000 rankommen. Weil es leider nicht dabei steht, ob das einstellbar ist. Deswegen, ne, ist es nicht. Und das ist, glaube ich, schon mal halt blöd, wenn man die Vorderachse nicht einstellen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube deswegen, ich meine, klar, das ist einstellbar nach wie vor. Aber ich glaube deswegen würde ich... Warte mal. Muss ich selber gerade nochmal gucken. Ne, vorne ist... Ne, genau, ich kann nur die Hinterachse machen. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem, was ich jetzt an der Geschichte habe. Ne, ich glaube, ich verzichte dann tatsächlich aufs Breitbau. Weil Forza Aero ist ja verboten durch die Geschichte, aber da das ja ein offizielles Anbauteil ist, ist es ja erlaubt. So, und ich glaube, wir machen mal... Ja, Kompressor würde irgendwie geil sein, aber nee, wir machen Twin Turbo. Wir machen Allrad, das ist erlaubt tatsächlich. Motor lassen wir aber. Und dann machen wir eben das dran und das auch, weil es halt einstellbar ist. Weil ich glaube, dadurch erzeugen wir auf jeden Fall mehr Anpressdruck. Dann noch hier die Semislicks dran. Schön breit die ganze Geschichte. Ein bisschen raus. Und auch vorne. Ich hoffe halt, dass wir... durch den Leichtbau und so weiter noch ordentlich Grip reinkriegen. Oder halt Handling. Sonst wird es ein ziemliches Untersteuergerät. Ja, 8,3 ist jetzt natürlich kein wahnsinniges Sportwagenniveau vom Handlingwert her. Aber ich hoffe einfach, dass wir durch die Aero-Einstellung da einfach ein bisschen was rausdrücken können. Oh, das Auto sieht so geil aus. Das ist mein AMG. So. Ja, den Rest verballern wir jetzt einmal in die Leistung, hätte ich gesagt. Bis 950 dürfen wir ja. Ey, kommen wir da überhaupt hin? Okay, ja, Turbos machen richtig viel aus. Ich baue jetzt einfach alles rein. Was soll der Geiz? Lalalalala.
Ah, die Dinger will ich gar nicht. Die machen das Auto eigentlich nur schwer. Nee, komm weg da. Aber das können wir noch machen. Ja, da kommen wir nicht mal ganz auf den LI. Oder soll ich echt mal mit dem Breitbau probieren? Das ist halt die Frage. Na, wir können es ja nochmal testen. Ich meine, so viel wird sich ja nicht ändern. Ich mach das nochmal ganz kurz dran. So. Na, das bleibt ja. Und jetzt muss ich ganz kurz hier nochmal gucken. Weil ich, können wir nochmal breitere Reifen? Ja, können wir. Mal richtig breite Oschis machen. Semislicks sind aber schon dran, ne? Ja, okay. Aber warum ist der LI so drastisch nach unten gegangen? Das nehme ich jetzt gerade wunder. Als ob die Forza Aero so viel ausmacht. Jetzt irgendwas muss da ja... Wahrscheinlich das Gewicht und so, ne? Könnte ich mir vorstellen. Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Experimentieren wir mal. Für die Wissenschaft. So, das will ich eigentlich nicht. Ja, der Leichtbau ist rausgeflogen. Mal auch bei 8,3. Was war es vorher? Auch 8,3, ne? Macht groß keinen Unterschied, ne? Ich finde es aber ohne, glaube ich, sogar dann besser. Weil wir halt wirklich übers Feintuning da noch was regeln können. Ey, komm, lass weg. Lass weg, das Ding. So. Muss ich aber leider das alles wieder anbringen. Es tut mir leid, das kostet jetzt alles wieder Zeit. Ich versuche mich zu beeilen. Das passt. Ja, die breiteren Reifen wären natürlich so eine Sache, aber... Komm, wir gehen jetzt einmal in die vollen, auch wenn es ein bisschen raussteht. So. Jetzt sind wir sogar bei 8,4, es ist sogar besser. Also, dann haben wir das doch geregelt. Können sogar vielleicht ein bisschen... Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ich würde es so lassen, passt. Ne, Teile haben wir alle drin. Bis jetzt auf die... Aber die machen eh, das Gewichtsverhältnis ist so schlecht und das bringt es ja noch nicht. Naja, das passt schon. Sind wir halt ein bisschen drunter. Das ist okay. Dann installieren wir das Ganze. Und, dann können wir ja schon mal gegebenenfalls nach einem Cop-Design gucken. Falls es ein Cop-Design gibt. Ich glaube, ich muss direkt suchen nach Polizei. Aktuell. Falls wir Cop werden, ne? Wir wissen es natürlich noch nicht. Beschreibung. Machen wir mal. Polizei. Immer schön Deutsch suchen. Na, es sind ein paar erstellt worden. So richtig überzeugend tun, aber jetzt keine auf den ersten Blick, ehrlich gesagt. Das wäre österreichische Polizei. Hm, steht auch dabei. Finde ich jetzt alle nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Finde ich das fast schon noch mit am besten umgesetzt. Okay, ich suche doch mal nach Police. Dann, ja, wird es halt ein bisschen internationaler. Aber warum auch nicht? Ja, vielleicht sowas oder so nehmen. Ist ja egal, muss ja nicht ein deutsches Design sein. Gendarmerie, genau. Ja, sowas vielleicht. Könnte man sich überlegen. Ja, irgendwas werden wir schon finden. Gut, dann machen wir jetzt mal noch eine Testfahrt. Vielleicht werde ich ja auch Racer. Wobei dann, ey, ohne Witz, wenn ich Racer werde, habe ich echt ein Problem, glaube ich. So, okay, das Erste, was wir auf jeden Fall schon mal machen, ist, zwecks ein paar Einstellungen. Wir werden auf jeden Fall Aero in die volle Hütte gehen, gerade auf der Vorderachse. In der Achse werden wir es wahrscheinlich nicht so sehr brauchen. Diff gehen wir natürlich deutlich mehr nach hinten. Ich denke mal, so eine 16-84 Verteilung ist okay. Diff können wir ruhig ein bisschen
lassen. Da machen wir auch mal ein bisschen mehr. Schon mal vorneweg. Also ich stelle jetzt einfach mal nach gutem Gewissen ein. Fahrwerkshöhe lasse ich erstmal. Stabil gehen wir auch ein bisschen runter. Ich denke, das werden wir nicht so viel brauchen. Können wir aber gleich nochmal gucken. Getriebe machen wir mehr auf Speed. Ich denke mal, wir werden die 400 knacken, oder? Oh, nicht ganz. Ja gut, durch die Aero wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, das wird viel zu schnell. Die Ausgabe wird so killer. Es wird so schnell alles. So mega feintunen muss ich es eh nicht. Bei CVR, wenn da Schaden drin ist, ist eh die Sache gegessen. Oh ja, aber diese Aero-Anbauteile, die merkst du halt schon bei dem Auto, ne? Trotzdem. Das ist halt schon einfach eine andere Nummer, wenn du die verbaut hast. Okay, wir können vorne, glaube ich, nochmal ein bisschen Sturz wegnehmen. Wir können sogar hinten wieder mehr machen, glaube ich. Machen wir hier mal einen Klick mehr, hier zwei Klicks weniger. Und wir nehmen hier auch nochmal ein bisschen weg. Das ist okay, der darf ruhig ein bisschen aggressiver sein. Ist alles in Ordnung. Das würde ich erstmal lassen sogar. Falls wir auch mal trotzdem auf Schotter oder so fahren müssen. Hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen reduzieren. Das lassen wir mal. Ja, na, Power wird's nicht scheitern. So viel steht schon mal fest. Okay, wir könnten sogar versuchen, mit Rake zu fahren. Ja, machen wir mal. Ein paar grundlegende Einstellungen schaden nicht. Dann machen wir mal hier. Das mal runter, das vielleicht sogar hoch. Aber das doch ein bisschen weniger. Und wir, ja, gehen hier nochmal mehr in die Extreme. Ja, Aero wird schon aufrecht erhalten. Ja, ein bisschen Tanz hier in der Achse, aber ist alles okay. Wie schon gesagt. Supersportwagen wird es natürlich trotzdem nicht. Aber das ist ja auch erstmal gar nicht so wichtig. Oh nein! Aber. Wir haben auf jeden Fall ein Powerfahrzeug. Das steht schon mal fest. Kurvenfahren ist nicht die Stärke dieses Geräts. Da muss ich halt ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen bremsen. Ich glaube sogar, ich versuche mal was, ob wir das noch ändern können. Und zwar über die Bremsbalance, dass wir da einfach mal so ein bisschen seitlich reinbremsen. Und vielleicht nehme ich doch ein bisschen Anpressdruck hinten weg. Der Arsch ein bisschen rutscht, ist ja nicht schlimm. Das kann man gut handeln. Ja, ich würde sagen, so können wir das lassen. Und dann würde ich einfach sagen an dieser Stelle, wir schauen einfach mal, was die anderen so gezogen und aufgebaut haben. Und dann natürlich die große Quizfrage, wer wird denn tatsächlich Racer sein in dieser Crossover-Ausgabe? Wir sehen es gleich.
So, da stehen sie nun, die Prachtfahrzeuge. Manche schon im Cop-Design gekleidet, denn ich habe es ja schon erwähnt, dass nur die Aufnehmenden in Frage kommen, welche im Racer sein können. Deswegen steht ja schon fest für den einen oder anderen, dass er auf jeden Fall Polizist ist. Und ja, wir fangen einfach mal an mit Snacks, der auf jeden Fall nicht mit Sturz gegeizt hat. Das sehe ich schon von hier. Ja, also ich fahre ein 2014er California T in Ferrari. Ich hatte ein Tuning-Budget von 355.000. Hab's leider nicht ganz rausbekommen, weil ich sonst noch die Forza Aero drauf machen müsste, aber die dürfen wir ja nicht. Deswegen bin ich gerade auf 906 Li gekommen. Um da auch kurz nochmal einzuhaken, weil das hat ja schon in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt. Das ist ja jetzt mittlerweile auch fest niedergeschrieben in den Regelwerken. In den normalen CVR-Formaten ist Forza Aero seit einer Weile verboten, weil die Cop-Autos ja feste Tunings sind und dann hätten die Racer prinzipiell einen dramatischen Vorteil im Tuning. Hier bei dem Crossover-Format könnte man jetzt argumentieren, okay, das ist jetzt irgendwie hinfällig, weil prinzipiell die Cops jetzt hier genauso diese Forza Aero anbringen könnten. Wir haben aber trotzdem gesagt, nee, wir übernehmen diese Verbotsregel von CVR, weil man kann jetzt nicht jeden in diesen Crossover-Formaten dazu zwingen, sein vielleicht wertvolles Tuning-Budget für die Forza Aero auszugeben. Und deswegen, ja, ist sie halt generell verboten. Wie gesagt, Anbauteile, die vom Hersteller sind, was man dann gleich bei meinem Fahrzeug sehen wird oder schon gesehen hat, das ist erlaubt. Aber das hat ja auch was anderes zu tun, wenn das Fahrzeug von sich aus das schon mitbringt. Das einfach nochmal ganz kurz zur Erklärung. So, weiter geht's mit Andi. Ja, in meinen ersten 5 Spins hatte ich die Möglichkeit. Genau, ich hatte da die Möglichkeit gehabt, einen Morgan 3 wieder aufzubauen mit 172.500 Tuning-Budget. Rückwirkend betrachtet hätte ich es nehmen sollen, wäre lustig geworden. Jetzt habe ich 30.000 zur Verfügung gehabt und ja, ich habe versucht. Also, du bist auf jeden Fall, bleibst der japanischen Linie treu und kannst nicht schneller als 180 fahren. Ist das richtig? Ja. Perfekt. Ich würde sagen, egal wer gleich Präsident macht, Andi macht auf jeden Fall die Autobahneinheit, weil da kann er richtig jemand sagen. Ja. Spaß beiseite. Ja, das ist natürlich bitter. Aber ich glaube, mit dem Freewheeler, ja, weiß ich nicht, ob du da so viel mehr Spaß gehabt hast. Also, spaßig wäre es geworden. Spaß hätte ich gehabt, auf jeden Fall. Genau. Spaß hättest du gehabt, aber ob es halt effizient gewesen oder mehr effizient gewesen wäre, weiß man nicht. Ja, mal gucken. Gut, weiter geht's. Stui. Ja, ich habe tatsächlich gegambelt, denn ich hätte am Anfang einen F-Pace S gekriegt, den hätte ich vielleicht auch behalten sollen, dann hätte ich Cayenne spielen können. Aber nein, ich habe gegambelt und habe diesen Pontiac GTO Judge bekommen mit 25.000 Tuning-Budget und dementsprechend, ja, er läuft gerade so 300, wenn man ihn quält. Ja, das ist ja schlimm. Ja, das ist armer. Ja, ja. Also eindeutig, wenn du so langsam bist, dann gehörst du auf jeden Fall in die 17-Gegend, wo viele Kurven sind. Genau. So, Flowing Falk. Ja, ich habe ganz viel Grün gekriegt und ein F-Type Project 7 Jaguar, leider Open Top, deswegen habe ich den für die Hälfte verkauft. Summa summarum kam ein Camaro mit ein bisschen Anpassungen, ich glaube 2 Motorteile sind es geworden, dabei rum und ja, er schafft 300, knapp. Warum hast du den Project 7 verkauft? Weil er ein Open Top ist. Ist er auch tatsächlich in den Track-Toy-Dings? Meine ist auch schon. Egal. Ja, es ist egal. Ist jetzt halt so. Asset. Ja, ich habe 2 Autos gezogen. Das erste Fahrzeug, da habe ich mir schon gedacht, ich muss dann einen Joker ziehen. Aber das war eine Isetta gewesen. Und danach dann zum Glück diesen Porsche 959. Also konnte ich die Isetta für die Hälfte verkaufen. Hatte dann noch ein Spin mit 180.000 und noch ein paar, die anderen beiden waren ein bisschen Kleinkram, also 227.000 Tuning-Budget. Und ja, das konnte ich ja nicht rein investieren, trotz Engine-Swap auf dem 4-Liter-Motor vom Porsche. Ja, ist es das nicht ausgegangen. Aber ich glaube, das wird ganz gut funktionieren heute. Okay. Kobayashi. Ja, ich habe diesen schönen Bentley Continental Supersports gezogen und hatte ein Tuning-Budget von 87.500 und ja, Vollaufbau, alles was ging. Ich freue mich schon auf die Schifffahrt. Pluto. Ja, also ich hatte auch als erstes den Mustang hingezogen,
Und dann insgesamt noch 205.000 an Tuning-Budget und entsprechend auch hier ein Vollaufbau und mal gucken, wie gut ich in die Kurven komme. Okay. Super Noob. Ja, ich habe auch erst mal einen Haufen Geld gezogen, dann habe ich einen Bulli, also einen T1 gezogen und dachte mir nur, ach ja, gut, das war's dann halt auch wieder, muss ich doch gambeln. Habe eigentlich schon überlegt, ja, gut, kannst du wenigstens Porsche-Motor reinswappen. Und dann kam halt der Ford Falcon hier um die Ecke. War jetzt auch nicht das Schönste, aber hat gereicht mit dem Aventador-Motor und B-Turbos. Okay, Justin. Ja, ich hatte heute ziemlich viel Glück. Die ersten Spins waren 5 von 10.000. Und dann hat sich Ford gedacht, hey, hier ist ein 1-Millionen-Spin. Hab mir einen schönen Ford GT rausgesucht. Der sticht hier aus der Menge auch ein bisschen raus, ja, halt alles was geht, Leichtbau und ja, hier quälen sich Leute auf 300, ich quäl mich auf 400. Oh, du Armer. Ja, ganz schlimm. Ja, Maxi, quält er sich auch auf 400? Habe ich gar nicht probiert, aber eines der wenigen Male, dass ich bei Wheelspin wirklich Glück hatte, kann man sagen, mit dem A8 V10 Plus, natürlich sehr, sehr geiles Auto gezogen, und 125.000 Tuning-Budget sogar hat es für einen Vollaufbau mit leider Racing V12 gereicht. Aber ansonsten wäre ich 50 Rallye-Punkte weiter unten geblieben. Ich wollte es dann schon auch ausnutzen, dass ich das Budget mal habe. Und habe mich dann noch bei JK fürs, beim Design bedient für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich es doch zum Racer schaffe. Okay. Ja, bei mir, ich habe relativ früh den C63 AMG Black Series gezogen. Geiles Fahrzeug. Ja, ist ein mehr oder weniger Vollaufbau. Ich habe bewusst auf den V10 verzichtet. Ich bin natürlich beim V8 geblieben. Allerdings mit Biturbo-Aufladung, Allrad, was ja auch erlaubt ist bei Most Wanted und bei Wheelspin sowieso. Genau, ich habe auch noch auf die Kühleinheiten verzichtet. Klar, ist rein realistisch betrachtet dämlich, hier ein Turbo zu verbauen mit fetten Upgrade-Lader, ohne das zu kühlen. Aber hier in Forza bringt das tatsächlich eher nicht so den Effekt, den man sich wünscht. Fahrzeug ist natürlich untersteuernd ohne Ende, aber ich schaffe auf jeden Fall über 300, habe ich gehört. Vielleicht auch nicht ganz 400, aber das ist ein Gerücht auf jeden Fall. Und ja, ich habe auf das Liberty Walk Kit, was es für den gibt, was ich gar nicht mehr wusste, verzichtet. Wahrscheinlich deswegen habe ich darauf verzichtet, weil das halt einfach, ja, einfach nur breit ist, aber halt nichts bringt. Dann lieber doch die Black Series Teile, die tatsächlich auch Anpressdruck bringen und einstellbar sind. So, und jetzt Fly High. Ja, meine ersten 5 Spins haben 60.000 ergeben, da blieb mir ja nur Gamblen übrig. Dabei kam der 2015er Honda Civic nochmal 10.000 und einen Sedan von 1955 rum. Hatte für den jetzt 27.500 Tuning-Budget, habe alles in den Motor reingehauen, was geht, und das war's dann auch schon wieder. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, bevor wir zum zweiten Part springen, machen wir natürlich trotzdem noch das obligatorische Track Race hier. Das darf auch Bluto gerne einrichten. Ja. Und dann schauen wir mal, wer da so richtig durchzieht. Und dann müssen wir natürlich gleich schon mal schauen, wer denn tatsächlich Racer wird. Also in der Auswahl steht Supernoob, Falk, Maxi, Stui, Fly, Andy und ich. Das sind nicht mal wenige. Also wenn das klingt nach vielen Aufnehmenden und vielen Sichten. Da auch schon mal der Hinweis, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung aus. Wer jetzt aber Racer ist, das müssen wir gleich mal noch gucken. Wir haben es eigentlich so gesagt, dass der Racer mit dem höchsten LI tatsächlich dann wird. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wer denn von diesen ja, das bin ja eindeutig ich. Herrschaften den höchsten LI hat. Ich glaube, Andi, du bist es nicht. Ich habe auch den maximalen LI nicht erreicht. Ich habe ihn erreicht. Ich bin locker drunter. Oh, Nico. Merk ihn nicht rein. Ich habe nicht mal den LI für normales City-CVR erreicht. Damit ist Andi entschieden. Nein, noch was. Andi, aber auf die Autobahn. Ja, mal gucken. Wir haben ja auch schon gesagt, wenn es tatsächlich schnell endet, dann können wir ja auch noch eine zweite Runde dranlegen, im schlimmsten Fall. Ja, mal gucken, mal gucken. So, weitere zur Veranstaltung. Ja, gucken wir doch mal, ob das gleich klappt. Ach, Justin, mein Motor ist übrigens doppelt so. Ja, ich meine, die ganzen krassen Fahrzeuge sind halt, ja. Wobei Maxi, oder? Ah ne, du hast auch nicht erreicht, hast du gesagt, ne? Nur Nico, glaube ich, erreicht. Okay, dann müssen wir mal gucken, ob wir dann halt vielleicht doch ziemlich nehmen, weil ich glaube, du halt das etwas bessere Auto dafür hättest, glaube ich. Aber ja, gucken wir gleich mal.
Das ist der einzige mit S1. Oh Mann. Da ist aber und irgendwie ein trauriges Bild. Mit A dabei. Ja, ich weiß ja nicht. Also der Ford Felgen, ja, ob das jetzt das beste Racer-Fahrzeug ist. Also ich glaube, das ist der R8, glaube ich, doch die bessere Wahl vielleicht. Aber können wir gleich nochmal drüber reden. Power hat er auf jeden Fall, wie wir sehen. Gott, Flyer, ja. Hast du Pronto? Und Bluto hat trotzdem mehr. Ja, hab ich. Bluto, bleib hier. Jawohl. Schade. Mann, die 30 kW, die du mehr hattest. Das Getriebe von dem Ding ist grandios. Schlimm. Also laut Track Race müssten wir fast Super Noob jetzt nehmen, aber ja. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn jetzt keine Gegenstimmen kommen, dass Maxi den Racer macht. Und dann gucken wir einfach mal. Gesetzesfall ist, er scheidet früh aus, dann darf hier vielleicht Super Noob tatsächlich doch noch seinen Versuch wagen. Ich habe gerade ein goldenes Auto gezogen. Ein goldenes? Käfer. Ja, ein Käfer. Damit wärst du ja natürlich auch gut aufgestellt. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, einfach an dieser Stelle, dann machen wir einfach den Cut und springen direkt zu Beginn der Most Wanted-Runde. Also, er steht an der Kreuzung Flugplatz Süd zu Große Bauernstraße Richtung auf Abfahrt vom Flugplatz, also Autobahn auf Abfahrt. Also ist er gerade eher Richtung Norden unterwegs. Mhm. Okay. Da links. Und was fährt er? Nico. Ja, eben. Ja. Was? Irgendwas Deutsches. Wo bist du denn hin? Die Autobahn. Ja, für die Zuschauer, die Regeln sind natürlich ein bisschen vereinfacht. Also wir haben keine Offroad-Einheiten, wir haben jetzt keine super special Spawn-Regeln, das gilt eigentlich für alle mehr oder weniger das gleiche. Oh Gott! Pass auf, da steht ein A4, also stand ein A4. Okay. Ich glaube, es am sinnvollsten ist jetzt erstmal auch die Position ein bisschen halten, oder? Weil wir haben jetzt keinen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist. Gekillt. Ich habe mich jetzt kurz an die Kreuz- und Windparkstraße. Da hatte ich auch vor Park gestellt. Wäre möglich gewesen. Und ich stehe südlicher Kreisel gleich. Ah genau, eine Overwatch gibt's trotzdem. Die wollten wir dann doch nicht verzichten. Oh well. Ich hätte vielleicht nicht auf die Bremsen verzichten sollen. Bei mir ist auch zurück. Ich werde im Übrigen, wenn irgendwas auf mich zukommt und wir gerade keine Verfolgung haben, die Handbremse schmeißen und rein, weil mehr kann ich nicht machen. Ja, alles gut. Das wollte ich aber auch gerade sagen. Egal was ich denke, ich werde mich reinschmeißen, weil das so schnell jetzt ist alles bei 950, als dass du gar keine andere Wahl hast. Nico, ich fahre wieder in unser Gebiet. Naja, ich bin auch gerade auf dem Weg. Wer ist nochmal Klondit? Tut so richtig? Ja. Aufpassen, Boomerang. Oh, lol. Ja, gut, du hast Spaß mit dem Weg zurück zum Strand. Sehr gut. Ja, schön. Und ich darf wieder hinfahren. Ich kam gerade von da. Plan reinschmeißen dafür? Ich dachte gerade, du wärst ein geghosteter Random. Er hat mich Random genannt. Nico, soll ich mal deinen Bereich noch ein bisschen auf? Ja, ich bin gleich wieder da, ich muss okay, dann fahr ich mal raus. Meinen Bereich weiter. Gut, vor einem Benz. Also Reifen finde ich mit der Benz die gut. Ja. Und gleich nochmal den Mercedes reinhalten. Meine Güte, ey. Heute haben wir wieder eine volle Lobby. Ja. Ja. Bei der Farm darf man sich ja operieren. Ja, wir müssen uns überall reparieren. Also nächstes Haus. Ah, okay. Ja. Außer die Jagdhütte. Ja, dort dürfte man sich theoretisch auch, aber ist halt nicht gerade sinnvoll, weil bis du da wieder raus bist, dann hast du die halbe Runde.
Im Wald hopp. Ich werde gestalkt, das nervt. Ja, ich auch, ich werde vom Bugmono fahren. War jetzt einer von euch gerade Autobahn Richtung Süden? Nee. Nein. Also, ich konnte jetzt nicht sehen, ob das ein geghosteter Spieler ist oder nicht, aber es kommt aber schnell das runter. Ich fahr mal Richtung. Also, ich bin direkt am südlichsten Kreis, oder? Ich kann mal gucken, ob da was ankommt. Auf Abfahrt von Verbindungsstraße. Warte, ich stell mich kurz hin. Ich weiß gerade einmal kurz zu ihm runter, vielleicht. Ja, wie gesagt, ich stehe am südlichsten Kreise. Gucken, ob da was ankommt. Ja, ich mach mal, geh mal Delfinstraße zu, Mann, falls. Ey, Pluto, da war nix. Okay. Dann auf der Brücke oben drauf, falls du mich gesehen hast. Nee. Ja, okay, dann. Dann war es wahrscheinlich doch nur random. Oder war zu schnell? Dann müsste aber Andi gleich schon rauskommen. Ja, Andi müsste eigentlich spendern. Ja, also laut Track Race war der R8 einer der schnellsten. Also, der hat ja auch den V12 verbaut, so wie wir gehört haben. Das heißt. Ja, der. Der hat mindestens 20 PS. Ja, okay. er schafft, glaube ich, die 300. Hat Mustang gefunden? Ja. Ja, das ist ein TVR. Ach, den hast du auch gefunden. Au. Ja. Ging plötzlich über die Straße Nissan Skyline über mich drüber. Ja, wir haben heute wieder die volle Lobby erwischt, was wir noch machen. Pluto darfst nicht Bumerang fahren, da ist ja, hab ich schon gesagt. So, Herzer, wann ist er denn hier? Wow. Ich warte jetzt hier einfach mal kurz, vielleicht wäre er zufällig vorbei. Bitte lass im nächsten Teil diese Einblendung wie vor Saturn Live einfach ausblenden lassen. Gibt es nicht im nächsten Teil keine Oder Spaß zumindest Saturn? Ohne Sound. Das wäre auch schon ja, mal. Ja, dieses dünn. Ja. Ja, ich weiß, es ist kleinlich, aber auf Dauer ist es halt echt irgendwann so. Man hat's genug gehört. Oh Gott, das Bluto. Hat auch schon ein paar Anmoderationen kaputt gemacht. Hallo. Das ist allerdings true. Wobei, kleiner Trick für dich. Ich weiß, es bringt dir jetzt was nichts mehr, aber für die paar vielleicht Folgen, die du noch aufnimmst, einfach einen Einzelspielermodus, dann gibt's ihn nicht. Das ist verdammt smart. Ja. Ja, ich musste tatsächlich. Da ist er. Oh, ich verschlaf's fast. Mittlere Autobahnbrücke richtig vor den Tunneln, von Delfinstraße kommend. Wow. Voll verschlafen. Ich wollte gerade irgendwas anderes erzählen, denkst du, was fährt denn da jetzt da durch? Nervt. Ja, auf der Autobahn oder? Weiß ich nicht, er ist nur Richtung die Brücke gefahren. Ich stand vorne, die Kreuzung, kann sein. Ja, ich glaube, er ist Autobahn gefahren, wenn ich es richtig gehört habe. Aus Norden komme ich. Ich weiß nicht, vielleicht nach Süden durch die Tunnel, das könnte ich mir gut vorstellen. Ist jemand im Süden noch? Ja, mal gucken, ob ich bis dahin komme. Ja, also ich meine, ich habe was gehört, ich bin jetzt da nicht hingefahren. Unter Steuerabend gecheckt. Ja, er fährt Richtung Norden, hab ihn getroffen, er ist im Baum gelandet. Perfekt. Vor den Flugplatz auffahrten. Oh, das ist ja schnell. Okay. Ich glaube, da bin ich gleich. Sind hier jetzt Flugplatz auffahrten, fährt Flugplatz ab. Okay, da kommt Hauptverbindungsstraße. Ja, fährt die Hauptverbindungsstraße. Ja, ich bin jetzt gleich. In hab welche ihn Richtung? Getroffen, Mitte? Weitergefahren. Mitte oder? Ja, denke ich mal, oder? Ja, wir sind jetzt Blitzerzone rein, Hauptverbindung. Mhm. Ich komm entgegen. Neu! Er ist an mir vorbei. Ja, und mich hast du was getroffen. Hauptverbindungsstraße fahren jetzt aus der Blitzerzone raus. Fährt Hauptverbindung weiter, Blumenhügel. Bis rein. Ja. Schnelle sind, also. Also Richtung Blumenhügel, nicht Blumenhügel. Ja, Richtung Blumenhügel. Okay. Ja, ich frag nur nach. Ja, ich frag nur nach. So, fahren weiter Hauptverbindung zur Hauptverbindung Kreuzung. Ja, da bin ich dran. Ja, versuch den einfach nur irgendwie langsamer zu machen. Scheiße. Vorsicht, Bentley, ich komm da innen! Oh, sorry! Ja. Bambi, hau ab. Oh Gott, er leckt ein bisschen. Oh, nee. Ja, du hast ihn getroffen. Bei mir nicht. Doch. Das ist gut. Wo ist er? Im Wald. Kommt jetzt Hauptverbindungskreuzung. Jetzt auf Verbindungskreuzung fährt die weiter Richtung östliche Seestraße. Wer auch immer da vorne ist, mach Platz. Wirklich? Ja, okay, nee, bleib.
okay. Ja, okay, okay, es sind Kurven, jetzt kannst du vorbei. Oh, der hat aber, glaube ich, schon Schaden. Der fliegt hier gerade ab, ja, wo ich stehe. Vorsicht. Der hat richtig Schaden beim Fressen. Oh, oh, und tschüss. Sag nur, dass ich da stehe. Vorsicht! Oh, Leute, fahrt doch nicht voll Spackes rein, wenn ich extra sag, wir stehen da. Bring doch mal Bett, die zum Stehen. Okay, ja. Ja, ja, okay, alles gut. Ich lebe noch. Ich habe einen Motor zum Glück vorne und nicht hinten. Deswegen. Ich habe nur einen Flügel verloren. Ich halte mal voll rein. Ja, zu mal beide. Ja. Immer den Baum. Es ging gegen Baum und ich auch. Ja, er ist geghostet. Oder nicht? Ja, doch. Ja, er fährt außen rum. Mir ist er geghostet. Ah. Da ist er, ja. Sorry. Oh Gott. Okay, er fährt. Nach Norden. Nach Norden. Ja, ich muss sie ja irgendwo wenden. Alles gut. Lass mal den Ford GT vorbei. Ich glaube, er ist unsere beste Waffe jetzt. Ich kann mich an Kreuz und Quersch. Wenn er seinen Spin in den Griff kriegt. Die Overwatch, ja. Nein, ich habe den Baum nicht getroffen mit ihm. Ja, oh, lass ihn zurück, bitte. Ja, hatte ich vor. Oh, Vorsicht, ja, aua! Aua! Was machst du? Ich bin hier, ich klebe. Jetzt von der Tür vorbeilassen. Und dann. Nicht sinnlos irgendwo hinrammen, Leute. Ja, sehr gut, Ferrari. Oh Gott, er ist irgendwo Offroad zurücklassen. Irgendwo da links. Ja, dann müsst ihr jetzt hier kommen. Hier bei mir, meine Höhe. Fährt weiter Richtung Güterbahnhof. Voll hinten rein, wenn's geht. Ich hab's davor. Ajo, dann. Ja, jetzt. Oh, er biegt ab. Aber nicht in mich! Alter, wie oft will ich mir noch hinten reinfahren? Ich bin nicht der Racer! Du standst hinter dem Racer. Ja, weil ich ihm gerade hinten reingeballert bin. Nicht so Offroad drin, das bringt nichts, Leute, wenn da nichts ist. Ja, da war ein Haus. Da ist freie Pamba, das bringt nichts. Jungs, weg. Ich nehme mit Überschuss an. Nein! Oh, fuck. Okay, ja, Vorsicht. Achtung, links. 62 Motor, der hält ja gar nichts aus. Okay, ich hab 230. Ich komm's nicht, das wird nichts mehr. Oh, Kurvenlage. Ludo, jetzt bremst gleich aus. Rechts. Ich bremse. Ja. Jetzt war ich hinten rein. Oh, Junge! Nicht. Das fällt mich weg. Okay. Au! Wir sind unten im See, komm jetzt hoch. Was haben wir? Entschuldigung, Ray. Hier sind wir. Ach, im Fluss. Ja, das ist nördlich der Kreis. Er schießt gleich nach Highland durch, wenn man jetzt reingeht. Ja, sorry. Er fährt weiter durch. Wir können ihn vielleicht in Richtung Edinburgh. Ja, wäre ganz gut. Oh Gott, Gott, aua. Ich glaube, das schaffen wir schon nicht mehr. Pferd. Autobahn. Welche Seite? Wichtig. Rechte Seite. Gegenfahrbahn, also Englisch falsch. Oh Junge. Okay, ich komme entgegen. Ja, aber er fährt so halber auf Offroad, also. Also relativ weit rechts aus seiner Sicht, ne? Ja. Ja, ich sehe euch. Ich sehe euch. Ja, gestriffen, sehr gut. Doch, war gut. Hat auf jeden Fall gut Speed verloren. Mein Gott. Das tut mir leid. Sorry, alles gut. Ich habe keine Bremsen. Er ist mittlerer Kreisel, aua. Sorry. Welche Richtung? Biegt ab Richtung Driftclub. Oh, das könnte sein, dass er Ding zu machen will. Ich teleportiere mich auch mal hin. Ich muss mich eben reparieren. Ja, wir sind schon zwei. Ja. Komm, egal. Ich muss mich trotzdem reparieren. Ja, ist egal. Hauptsache zwei sind ungeghostet. Okay, dann bleibt ihr mal. Ich fahr mal entgegen. Ja, es wird zwei bitte dort sein. Er kommt. Ich würde dann dort auch. Bleib da bitte stehen, richtig. Stell dich richtig an mich. Ab in Frontal kommt. Aber nicht in mich rein. Ja, er fährt Offroad aber weiter. So. Okay. Ich versuche gegen die Wand zu drücken. Lassen wir ihn mal da. Komm rechts, komm rechts. Ja, ja, sehr gut. Und jetzt ja, gegen die Wand, bam! Oh mein jetzt Gott. Hin. Ah, sorry. Nico, das ist was für eine Massenkarambolage. Hilfe! Ich sehe nichts. Also so sieht es als aus bei der internationalen Versammlung der Polizei. Genau. Und so sieht es aus, wenn wir keine Regeln haben, für wo man sich hinporten darf und wo nicht. Jetzt langsam, macht mal langsam, Leute. Ja. Na, jetzt ist er Offroad. Jetzt denke, er will zurück zum Haus. Zum Haus. Ja. Oh, jetzt fährt er aber zurück zum Haus. Jetzt kann er sich reparieren, wenn wir jetzt. Ich bin da, Leute. Ich bin auch da. Ich könnte mich. Ja, boah, dauert zu lang. Oh. Wenn es zwei da stehen, ist gut. Oi, 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 da ging er voll rein. Eigentlich stand kein. Nee, es stand keine zwei da. Er ist rein, er repariert sich. Dann repariere ich mich jetzt aber auch mal schnell. Jetzt aber nicht alle. Weil jetzt bin ich da. Also, wir sind alle da, bin ich dabei. Das ist so dumm, Er fährt los. Oh, Junge. Quatsch. Das war gerade gut auf einmal. Ja, alle gut. Gut geschoben. Ich halte mich links. Aua. Das erinnert mich irgendwie so an die allerersten CV-Ausgaben in Horizon 3. So ein bisschen komplett Chaos. Wir fahren hier links. Ja, fahren wir.
Welcher davon ist er jetzt? Der war, glaube ich, teuer. Der bei den Blauen. Nein, vorne bremst du den rein. Okay, also guck mir das hier mal an. Massengedrückt auf jeden Fall. Jetzt da ist er, ja. Scheiße. Ganz vorne weg. Nee, oh, da kommt das auch. Da kommt noch 959, fährt auch noch ein bisschen mit. Ich, ja. Ja, das war ich. 120. Sag doch, ich bin nicht dran, ist erst der Flug jetzt vorbei. Steht mich an, Camaro. Ja, ein Baum. Sorry. Ja, ich versuch ihn mal. Naja, ist Offroad, aber... Ja, ich bin Baum. Das tat richtig weh, glaube ich. Der ja, ich schon, nicht so fair. Der fährt weiter Richtung. Ja, aber oh Gott, ich hab ihm meine voll rauf. Nee, er fährt Offroad. Er ist auch schon wieder gefahren. Über die ist Offroad. Ich bleib jetzt einfach stehen. Ja, besser ist. Andi? Manchmal. Ja, was denn? Der also hat der dürfte weiter. Schaden haben. Ich hab ihm 17% Schaden. Er ist voll Baum, dürfte Schaden haben. Also ist mit nee, ich bin ihm danach voll hin drauf. So. VPT, was hast du jetzt gemacht? Stark. Vorsicht, Bentley. Porsche. Ja, ah, sehr schön. Porsche. Achtung. Ich du hast den Porsche, gerade abgeholt. Ja, nee, das war ich nicht. Ich bin Camaro. Aus dem Moin. Alter. Ja. Er steht hier vorne. Oh Gott, doch nicht. Hau rein. Oh Gott. Lass ihn zurück, lass ihn. Och, du Scheiße. Ah, schießt über Offroad. Ja, ich dachte, er liegt am Baum. Ihr müsst jetzt einmal durch den Wald durchfahren, dass ich über den Blumenhügel abkürzen kann. Ich hab wieder zurück zur Verbindungsstraße. Was? Och Mann. Zurück zur Verbindungsstraße. Er hat kaum Leistung mehr. Das ist eine Seite. Links und rechts. Nein, jetzt triff ich den falschen. Hallo? Das hat weh, glaube ich. Nee, doch nicht. Das hat doch meine Fresse, lenkt halt nicht immer mitten in die Straße rein, sondern am Fahrzeug weg von der Straße, wenn es quer steht. Er hat jetzt eine Rauchbombe gezündet. Das ist richtig geil. Ey, jetzt! Boah, von GT! Ja, nicht drücken von hinten! Ihr bremst ihn ganz gut aus! Ah, schade! Ja, einmal zuvor sitzen! Ja, sehr gut! Ja. Jetzt davor! Nicht drücken! Komm, davor! Nein. Ah, nein, ja, gut! Nein, ich war nicht schnell genug! Nein! Alles gut! Ah, Motorschaden! Aua! Ja, schieb! Jawohl! Ja, okay, warte! Den Civic kann schieben! Ich mal nicht, dass hast du Hinterradantrieb gelassen im Ford GT? Ja. Okay, das erklärt einiges. Immer die Passanten. Oh. Ich bin auch noch mehr. Ja, Entschuldigung, ich hab schon gebremst, ich konnte nicht mehr. Wer war ich bin eh schon. Ich bin eh schon ihr Netzwerk leck geflogen. Los. What the fuck? Was passiert hier? Kopf hat einen Spaß. Warum laden eigentlich jetzt alle Kopfdesigns und sonst nie? Ei, oh Gott, sorry. Weil die jetzt alle frisch geladen sind. Oh, ich repariere mich. Ja, weil jeder jetzt. Er könnte vielleicht auch Männer wieder ansteuern. Ach nee, er hat sich schon repariert. Nee, er hat sich schon repariert. Ja. Jetzt da vorne irgendwo wieder gegen den Baum vielleicht. Und da nicht direkt. Für eine Seite bitte entscheiden. Ja, nicht rechts. Mich wegdrücken! Ja. Oh Gott. Oh, komm, jetzt kommst du gegen den Baum. Nein. Ich hab. Ja. Wo seid ihr? Wir sind im Waldabstück. Backup waren kurz vor Driftclubstraße, Offroadweg, der da weg ist. Hinter euch. Achso, im Tönen. 100%ig. Oh Gott. Nein. Ja. Entschuldigung. Ich stehe hier, bleib mit. Sorry, aber ich hab's immerhin geschafft, ihn zu treffen. Nein. Immer ein bisschen kleine Stößchen hinten rein. Ja, der Bentley tut weg. Oh, Stößchen. Also, jetzt mittlerer Kreise. Oh Mann. Nein, Grip. Er fährt Autobahn runter Richtung Süden. Was geht mit dem NPC? Linke Seite. Nein! Ich gerade erwischt. Ray, das war richtig. Ach, man schiebt mich doch in die Leitplanke. Ich bin im Kopf neben dir. Seid ihr nach Norden oder Süden? Süden, richtige, also englisch richtige Seite. Ja, ich. Oh, guter Treffer. Einfach der Rauchfahne folgen. Ey, wieso kreuz. Ey, der Ford GT geht mir so auf den Piss, sorry, dass ich dir so sagen muss. Du machst mir ein Leben maximal schwer. Du leckst ohne Ende und. Oh, ja, achso, ich darf da gar nicht hin. Wohin? Wo ist er? Hallo? Er ist unter der Brücke durch, bei den Flugzeugabfahrten. Oh, nein. Flugzeugabfahrten, okay. Nichts mehr. Wir fahren weiter Richtung Süden. Wechsel, aber hat die Seiten. Er fährt rechts ab. Okay. Nein, macht er nicht. Er fährt gerade weiter. Überholt euch alle. Oh mein Gott. Ich schieb mich nicht weg.
Das ist so ein Chaos. Wo ist er? Achtung, Heck frei! Das ist alles schon falsch. Falsches Heck. Jetzt links ran an den Pfeiler an. Rein. Gott! Darf man irgendwann kommen? Wo ist denn Andi? Ah, jetzt einfach. Andi, soll ich ihn ausbremsen? Okay, da war das. Warum fährst du jetzt mit Vollgas hinten in den Porsche rein? Komm. Achtung, Heck frei! Okay, doch nicht. Ah, jetzt? Ja. Langsam, der dreht vielleicht. Er hupt? Nicht hupen. Ja, er dreht. Oder ist so eine Frage? Naja. Nee, nicht hupen, wenn. Ja. Er steht auf jeden Fall. Ja, ist aus. Ja. Weißt du, immer wenn ich nicht da bin, wird festgenommen. Ich finde das immer sehr belastend. Weil irgendein anderer kommt, meint, der muss mich ausschalten komplett. Wir haben noch 5 Minuten. Gut, Leute. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Ich glaube, Supernook kriegt noch seine Chance mit seinem Power-Gedönser. Okay, danke. Eine schnelle Runde, aber ohne Reparatur oder so, sondern wirklich eine Speed-Runde. Und deswegen ganz kurzer Cut und dann machen wir das noch schnell. Und dann bis gleich. Driftclub Richtung Mittlerer Kreisel. Easy Snack. So, kleine Regeländerung, auch für die Zuschauer. Bluto darf direkt verfolgen. Ja, er ist jetzt eben direkt auf dem Weg zum Mittleren Kreisel. Und fährt dort. Wie scheint nicht zum Norden? Nein, er fährt im Kreisverkehr weiter. Er driftet. Weiter, fährt Richtung Süden. Also, ja. Autobahn, falsche Seite. Richtung Süden. Er schießt mir Passanten in die Front. 50 Motor, danke. Ja, wir sind jetzt Autobahn Richtung Süden unterwegs. Ich komme jetzt aber nicht mehr ganz hinterher. Gleich auf Abfahrt, etwa Richtung Blitzer durch. Das hat sehr lucky für ihn. Er fährt Autobahn weiter Richtung Süden. Welche Fahrtrichtung? Also. Er fährt immer noch weiter Richtung Süden. Immer noch falsche Seite. Ab ins Frontal. Na gut, dann ist er eh schon tot. Er ist hoch. Fahrtrichtung. Immer noch vor den Tunneln, Autobahn, falsche Seite Richtung Süden. Bremst ab, fährt auf die richtige Seite. Das ist schlecht. Immer noch vor den Tunneln. Okay. Was war das? Weiter. Der dort in den ersten Tunnel und müsste reparieren, ich komme nicht hinterher. Ja, erster Tunnel drin, falsche Richtung, gleich Ende erster Tunnel. Hört auf, ihn zu attackieren und probiert dran zu bleiben, oder? Ja. Okay. Nein. Bin ich von irgendeinem Kopf rausgenommen. Ist er, wo fährt er in den Tunnel? Der ist da nicht entgegengekommen. Er müsste jetzt in den zweiten Tunnel kommen, also gleich im südlichen Kreisel sein eigentlich. Nee, er hat umgedreht. Ich wollte gerade sagen, der war da nicht. Da ist was, da ist okay, mir was entgegengekommen, das war der fährt wieder zurück. Ich weiß nicht, mich hat irgendein Kopf so rausgenommen. Ja, das ist auch ein Kopf, sorry. Der fährt wieder Richtung Norden. Muss ich mich jetzt. Aber ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Uff, das war so maximal unlucky gerade bei mir. Wäre zu schön gewesen, wenn es ja doch gewesen wäre. Haben wir es uns so aufgerutscht? Nein, was anderes davor war super unlucky. Irgendein Random hat einen NPC quasi quer über die komplette Autobahn geschleudert, genau auf mich drauf und ich bin da Fullspeed angekommen. Haben direkt. Wir eine Overwatch? Ja, aber erst ab 3 Minuten. Ah, schade. Jetzt sind wir 2:30 drin. Wir haben noch 30 Sekunden, bis wir die zücken würden. Also wenn wir jetzt nicht mehr dran sind, würde ich sagen, machen wir Audi. Nee, ich sehe nicht. Ja, wir wollen eh eine Speedrunde, deswegen die zünden wir dann sofort. Ist dir nichts entgegengekommen? Esset? NPC ist die nicht. Müsstet mir Bescheid sagen, wenn ich darf. 2, 1, jetzt. Das kann ich nicht vergessen. Dann kurz suchen. Ich finde ihn nicht. Offroad Park Richtung Fluss. Nördlicher Offroad Park. Kommt jetzt gleich in die Blitzerzone, fährt Richtung Fluss. Ich habe mich umentschieden. Aha. Bin zu langsam, okay. Um hinterher zu fahren. Sag, wenn er Fluss ist. Oder halt, ja. Ja, hat auch noch. Oh Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ja, das reicht für mich.
Kannst du natürlich nichts für. Aber es ist so maximal unlucky. Und genau deswegen sind diese schnellen Runden echt so ein bisschen schwierig. Er fährt weiter über die Brücke und fährt Flussstraße West Richtung Norden. Fährt weiter Richtung Norden, also er kommt beim See raus. Schwie, du hängst mich ja ab. Rein. Er ist jetzt gleich im Jeep. Er ist jetzt am Staubecken vorbei. Fährt jetzt in die Blitzerzone. Perfekt. Ja, alle die Verbindungsstraße sind, die ich schon sehe, aber durchziehen bis zu sehen. Willst du immer noch anfangen? Nee, jetzt nicht mehr. Sorry. Er ist jetzt aus der Blitzerzone raus, also es dauert noch gut, bis er an der, am See ist. Ja, ich bin unten am See. Ich will euch warten. Warte da auf ihn. Kommen noch ziemlich viele hinterher. Ja, ja, wir müssen zusammen da sein. Dann macht's am besten Sinn. Er ist in 10 Sekunden ungefähr am See. Mhm. Jetzt an der Schnellreisetafel. Wow. Wow. Ja, er sieht uns und tritt um, glaube ich. Haben eine vorne eingeschenkt? Er fährt Offroad um. Was ist denn das? Ja, das. Was ist so, ja, da wurde das ein bisschen hingedrückt, aber irgendwie. Ja, nee, ich habe. Ja, nö. Wenn er selber Offroad wird, dann dürfen wir ihn ja. Das ist ja dann die sogenannte Pufferzone. Dann dürfen wir da ja hin. Ich halte mich auf mal in Spurfahrt. Ja, alles gut. Also wir fahren nach Süden Richtung Festival. Ich beende die Overwatch. Ja, ja. Vorsicht, da ist viel Verkehr. Ja, genau das passiert. Dass wir uns gegenseitig Leck kaputt ran. Nein, Leck. Bisschen rum. Ghost durch. Jetzt links RH, nicht rechts. Ja. Rechts wäre vorher. Ja, das tut aber auch weh da drüben. Also, was nicht wehgetan hat, Leck. Was? Ja, ja, das war okay. Aber links sind halt die Felsvorsprünge. Das tut dann richtig weh. Er springt auf mich drauf! Er ist raus. Okay, er hat sich selber verhaftet. Okay, sehr gut. Nach 6 Minuten chillig. Sehr schön. Ja, Leute, dann soll es das gewesen sein mit Wheelspin Drift auf C4R Most Wanted im Crossover-Format. War auf jeden Fall eine richtige Gaudi. Also würde man das jetzt richtig seriös nehmen, würde man wahrscheinlich jetzt sagen, boah, Leute, ey, so geht's nicht weiter, das war ja total undiszipliniert. Aber wir wissen ja, es ist ja hier ein internationales Zusammentreffen, man versteht sich halt einfach nicht. Und hier geht es ja einfach nur um darum, die, mit den PS zu protzen. Ja, das haben wir getan. Nee, war super lustig. Und ja, vielleicht machen wir das, wenn es die Zeit noch hergibt, auch nochmal mit Most Wanted ins Quadrat. Ja, ansonsten vielen Dank an alle, die dabei waren. Und dann bis ja, zur nächsten Ausgabe. Wir wünschen euch ein wunderbares Restwochenende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen nach oben nicht vergessen. Die anderen Sichten auschecken nicht vergessen. Und bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.